Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und es geht hier mit Riesenschritten weiter in dem My Bright Side and My Dark Side Journal für meine Tochter. Ich habe hier einen ganzen Haufen Kram, den möchte ich heute hier mit euch einfügen. Es ist also wieder ein Video, wo ich ein bisschen quatsche und wo ich einfach hier Sachen einklebe ins Journal und ihr dann einfach ganz easy peasy zuhören könnt, wenn euch das nervt. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich möchte aber irgendwie das fertige Produkt sehen, dann guckt euch das Flipthrough an. Allerdings kommt erstmal die ganze Reihe an Craft with Me Videos. Und ja, heute geht es hier einfach um Elemente ins Journal packen. Einfache Elemente habe ich bei der Dark Side auch schon gemacht. Auch hier bei der Bright Side habe ich Letter to My Future Self. 5 Stück gemacht. Die möchten heute einziehen. Ich habe hier Corner Tags gemacht. 4 Stück. Und ich habe hier diverse Sachen, die man als Pocket einbauen kann. So, als allererstes möchte ich mit euch hier einmal durchflügen und die Sachen auf die Seiten packen. Achso, genau. Und ich habe hier noch so ein schönes transparentes Dingens. Das transparente Dingens möchte auch einziehen. Jetzt gehe ich mit euch mal durch und schau mal, an welcher Stelle passt denn was? Letter to my future self oder ähnliches oder sowas. Das hier zum Beispiel würde hier wunderbar unter diese Gardine passen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Bin ich weit genug? Jo, ich hab den Ausschnitt super gewählt. Ich muss mich mal selber loben. So, später. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, oh, dahinter könnte man auch noch was machen oder so. Ich habe noch diverse Sachen, die ich hier einkleben will, an kleinen Elementen und so. Die werden dann auch gemütlich hier ins Journal einziehen. Aber das sind dann eher so kleine Die Cuts und so. Hier habe ich schon 2 Pockets. Da wird natürlich auch was reinkommen. Und jetzt gehen wir hier mal durch. Hier, diese Seite ist noch komplett leer. Da kann man jetzt natürlich, könnte man jetzt da so ein Letter to My Future Self drauf packen. Den finde ich allerdings auf so einem festeren Papier irgendwie cooler. So, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Dass der hier so ein bisschen überklappt. Ja, dass der drunter durchschaut. Und hier runter geht. Finde ich ganz cool. Ich finde den Kontrast hier von Rosa und Blau auch ganz schön. Das, wenn ich mir die anderen hier so angucke. Also es muss ja auch so ein bisschen hier mit zusammenpassen. Ne? Der hier würde noch gehen. Aber ich glaube, ich nehme den mit dem Schmetterling. So, hier dürfte auch noch was einziehen. Bin ich mir jetzt allerdings noch nicht so ganz sicher. Und jetzt schwappe ich und blätter mal so ein bisschen hin und her. So kleine Elemente. Jetzt habe ich mir echt Kleber auf den Fingernagel geschmiert. Egal. Kleine Elemente können natürlich auch hier hinter diese Teile mit der Büroklammer ziehen. Ja. So. So klemmt das gut. Ja, das ist die Frage. Will man das hier Ton an Ton machen, dann macht man hier noch so eine Pocket drauf. Möchte man das ein bisschen aufhellen? Ich guck mal gerade. Ja, das hier so drauf. Ich glaube, wenn dann heller, wenn dann so. Dahinter ist auch noch was von dem Papier. Das fände ich gar nicht schlecht, weil auf so einer Seite schreibt man generell eher nicht so. Das heißt, wenn ich die hier mit einer Ecke ausstatte, wobei hier ist zwar auch schon eine Ecke, aber mein Gott, die Welt kann nicht genug Ecken haben. So, jetzt ist die Frage, ob hier auch ein Letter to My Future Self hinpassen würde. Blessed who loves nature, for they shall never be lonely. Wenn denn das hier, ne? Ja, jetzt haben wir die Schreibseite. Oh, hier haben wir. Ah, hier haben wir ein bisschen rumgeferkelt beim Spitze anbringen. Ich muss jetzt mal vorsichtig lösen. Ja, hat sich lösen lassen, ohne dass das Probleme gab. So, und an der Stelle, ne? Hier ist es total cool, auf so einer Seite, wenn man hier noch so ein, was auch immer, so ein rundes Teil zum Beispiel packt, den nur so halb anklebt, dass man hier noch was hinterstecken kann, dass das quasi hier noch so drüber ist. Single Dream is more powerful than 1000 realities. Passt doch ganz gut. Wobei, da haben wir Schmetterlinge, ne? Wir haben nämlich auch ein paar Sachen mit Schmetterlingen. Zum Beispiel, da hatten wir die ich eben auch schon hingehalten habe.
Die Dame oder den hier. Ich glaube, der passt ganz gut mit dem Schmetterling. Der möchte da wohnen. So. Du bist ja auch wieder festgepinnt. So, jetzt habe ich noch zwei Letters to my future self über. Ich habe eine Signatur hinten schon ein. Wie gesagt, ich mag das immer ganz gerne, die auf feste Sachen zu packen. Also hier wäre zum Beispiel, ich springe ein bisschen hin und her, aber ihr kommt damit klar, ne? Oh, der würde farblich, wäre da ganz schick dort, ne? Ja, farblich ist der hier ganz cool. So, dann hätten wir den in der Mitte der zweiten Signatur, am Anfang der ersten, am Ende der letzten. Und dann kann man sich jetzt überlegen, wo man einfach den vierten und fünften hinsetzt. Vielleicht am Anfang dieser Signatur. Gucken wir mal. Oh, hier ist wieder die Dame mit dem Schmetterling. Das wäre doch hier, wenn man hier umklappt, sie ist dort. Sie ist dort, wäre das doch schon eine ganz coole Option. So. Hier ist natürlich nicht viel am Start. Und hier könnte man das so richtig schön über die Kante hängen lassen. Das gefällt mir ziemlich gut. Dann hätten wir noch einen zu bieten. Wie gesagt, hier ist er fast am Ende der letzten Signatur. Gucken wir doch mal ans Ende der zweiten oder an Anfang der ersten. Hier wäre mir diese Farbe zu grell. Gestehen. Hier haben wir schon was drüber. Auch hier wäre mir das zu grell. Gegebenenfalls, und da hatte ich hier noch, die hatte ich vorhin gesucht, die vierte Matte. Gegebenenfalls hier. Wobei, das ist echt eine Farbbombe, ne? Also ich kann es nicht anders sagen. Das ist schon echt der Knaller hier in Dosen, was die Farbe angeht. Tja, hier ist das Ding, das ist also farblich an sich, das ist so ein bisschen bunter ist. Oder wir machen denn hier hin? Tja, kratzen sie sich farblos am Kopf, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht hinterlege ich den einmal so ein bisschen mit Schriftpapier oder so. Ja, gut, okay, unsere Letters haben wir jetzt verteilt. Gehen wir mal weiter im Text. Also hier haben wir das Ding hier schon geparkt. Und so ähnlich gehe ich halt auch vor, wenn ich irgendwie Sticker noch verteile oder einfach kleine Sachen wie hier Die Cards und sowas. Da gehe ich schon so durch. So. Da hat man gerade was Schmales rein organisiert. Vielleicht um hier so ein bisschen Gegengewicht zu dem Grau zu haben und das Blau hiervon wieder zu holen, könnte man den dorthin organisieren. Hier haben wir was Gelbes. Tja, vielleicht, ich weiß nicht, aber wir müssen nicht gleich alles in der ersten Signatur verballern, ne? Ja, bei dem bin ich mir ja noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, das dorthin zu bringen. Vielleicht wäre sowas hier ganz, ganz interessant. So ein bisschen Spitze mittendrin. Hier so. Na, ich lege es einfach hier mal rein und dann gucken wir mal. Wenn mir gleich der perfekte Platz über den Weg läuft, dann schlage ich zu. So, hier das ist immer so ein Dings auf dem dünnen Schreibpapier, was ich ja sehr mag. Im dünnen Schreibpapier sowas zu installieren, aber das Blau passt schön. Oder? Vielleicht könnte man auch einfach den hier benutzen, da hinten nämlich nochmal in rund. Packen wir den hier einmal in eckig, dann ist er weit genug weg vom ersten. Also vom ersten, was hier jetzt als letztes, aber egal, ihr wisst Bescheid, ne? So, das Schatzi kann man hier hinbringen, alternativ. Gucken. Den hier. Den hier. Ist auch schön. So, hier haben wir schon was geparkt.
Achso, ja, ich habe hier die Ecke abgenommen. Das ist mir zu viel auf einer Seite irgendwie. Hier habe ich auch eine Tasche. Also zu viel auf einer, ne? Einer Seite der Seite, ihr wisst Bescheid. So, hier muss definitiv noch was Buntes hin, weil hier ist es sehr grau und einfarbig. Wings to Fly vielleicht? Oder die Regenbogenfee. Kann man nämlich auch einfach hier in der Mitte packen und das nur einen Streifen dort ankleben, dass man von der Seite was reinstecken kann. So, hier sind wir wieder in so einem kleinen Teil angekommen. Wir haben noch drei Ecken. Achso, das wollte ich ja so umhaben, ne? Farblich. Oh, gerade das hier passt sehr schön zusammen. Machen wir so. Ist gekauft. Genau, hier kommt der bunte Letter hin. Und ja, warte, was hat sie denn? Da ist keine Schrift drauf. Also theoretisch kann man das dann auch einfach so mit reinbringen. So, jetzt kommt hier schon gewiss Traveliges. Haben wir hier irgendwas eher Neutrales. Ein Einhorn ist jetzt nicht so neutral, aber das hier passt form- und farblich sehr schön. So, hier mal wieder Letter to my future self. So, hier haben wir bunt, hier haben wir bunt. Hier sind wir eher einfarbig unterwegs. Maybe. Single dream is more powerful than 1000 realities. So rum oder so rum. Kann ich mir noch überlegen. Why not? Hier muss auf jeden Fall was blau angehauchtes hin. Dann hätten wir wieder entweder eine Ecke. Alternativ ist der hier auch schön, ne? Der hier korreliert mit dem. Der hier ist irgendwie besser. Der gefällt mir besser. So. Nee. Da muss ich mir nochmal überlegen. Oh, da haben wir auch irgendwie angeklebt. Hilfe, Hilfe. Oh, jetzt kommt was Rosanes. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie rum ist die Schrift. Ja. So passt das sehr schön. Hier haben wir schon ein sehr großes Element drauf. Oh, guck mal hier, da passt auch das mit dem Rosa sehr fein. Das gefällt mir gut. Hier hatte ich schon den reingelegt. Vielleicht. Ja, ich glaube, das würde ganz gut gehen hier an der Stelle. Es ist gar nicht mehr viel Seiten über für die ganzen restlichen, die ich hier unterbringen will. Tja, so ganz irgendwie stört mich das so ein bisschen. Das hier wäre das Einzige, was besser passt. Ja, dann nehmen wir das doch, ne? Teilweise könnte man auch hier zum Beispiel sowas hinbringen. Und dann nochmal da was zum Reinstecken. Kreativieren. Nehmen wir den hier und da hinten ist sowieso Stillstand der Heizpflege, weil da noch ein, wie heißt das Ding hier, ein Ziehharmonika-Element drauf ist. So, jetzt haben wir hier nicht wieder die ganzen Überlegungen von mir. Und wir haben noch drei Elemente über, deswegen blätter ich hier noch gerade so ein bisschen hilflos hin und her. Man muss natürlich auch gucken, dass man für jedes Element, was man irgendwo aufklebt, dann auch was hat, was man dann dahinter packen kann. Ne? Also das hier nehmen wir auf jeden Fall rüber. Du möchtest hier wohnen, habe ich gehört. Du möchtest dort wohnen, habe ich gehört. Das ist sehr fein. Wir gucken nochmal von vorne an. Weil ich immer noch zwei Elemente habe. Allerdings, wartet mal eine Sekunde. Ich hatte doch irgendwo gerade ein Einhorn hingebeamt, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat das in die andere Richtung geguckt. Einhorn, wo bist du? Ne, es hat nicht in die andere Richtung geguckt. Aber ich könnte dieses
Muster hier wiederholen und hier eine Pocket draus machen. Und dann müsste ich dieses hier, also auch schön mit Flowers und sowas und Schmetterlingen. Das geht ganz gut. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Element übrig. Na, und so mühsam ernährt sich dann das Eichhörnchen und rutscht immer näher ran an, ja, an die Möglichkeit, hier die Seite hier auch zu vollenden. Sage ich gerade so schön, ne? Dieses hier auch zu vollenden, weil ich nämlich das andere verändert habe. Kaum zu glauben, aber das hier passt auch ganz fein, ne? So, euch habe ich. Dichte in der Mitte reinzubringen, noch was reinzustecken, ist irgendwie blöd. Nee, finde ich eigentlich ganz gut so. So, und auch du passt doch ziemlich gut. Also, ich muss mal sagen, meine Auswahl gefällt mir. Und ich würde jetzt anfangen, das hier reinzubringen. Aber ich denke mal, dass ihr mir nicht bei jedem einzelnen Handschlag hier folgen müsst. Ihr werdet dann sehen, wie das Ganze ja, im Endeffekt läuft oder gelaufen ist. Weil ihr seht dann das fertige Ergebnis. Ihr habt jetzt auf jeden Fall eine Idee davon, wie ich das auf der Bright Side gestalte, welche Ideen oder welche Fragen ich mir hier gestellt habe oder wie ich sortiere, welche Pocket wo wohnen darf und so. Und ja, genauso werde ich jetzt weitermachen. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg im Craften. Also ich muss echt sagen, ich muss ja richtig Gase geben, dass ich die Bright Side noch rechtzeitig fertig bekomme. Die Dark Side ist jetzt fertig und ich habe auch noch ganz viele Fotos, die ich drucken lassen muss, um einfach ja hier die Bright Side auch noch vollständig zu bekommen. Die werde ich aber alle ja off-camera machen und ihr werdet dann das Flip-Through sehen als nächstes. Ich gucke gerade mal hier rum, habe ich noch irgendwelche Elemente, die ich unbedingt mit euch zusammen machen muss, weil es mich so in den Fingern juckt? Nein. Also mit Sicherheit hätte ich mehr Zeit, würde ich das alles tun. Dadurch, dass ich aber viel, 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 viel schneller bin, wenn ich hier nicht quassel und euch was erkläre, muss ich jetzt einfach diese Karte ziehen und hier Gas geben und dieses Buch verenden. Ja, dementsprechend habt vielen Dank, mich hier bei der Auswahl zu begleiten, wo was drin wohnen darf. Ich werde das jetzt einbauen. Und ihr habt ja einiges schon gesehen hiervon. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum fertigen Ergebnis sagt. Das zeige ich euch dann auch. Das wird ein großer Knall an einem Sonntag sein. Ich glaube aber eher, dass es zwei Teil-Flip-Throughs werden. Die mittlere Seite, die hat sich ja nicht großartig verändert. Die werde ich bei jedem Flip-Through nochmal mitzeigen. Aber es wird einmal die Bright-Side-Flip-Through und einmal die Dark-Side-Flip-Through geben. Upp, schwieriges Wort. So, genug gequasselt und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Anteilnahme hier an diesem Journal und wünsche euch zauberhafte Bastelzeit. Sag mal, bis demnächst in diesem Kino.